Wir mussten zum Beispiel am Parteilehrjahr teilnehmen, ob wir nur in der Partei waren oder nicht. Ich weiß gar nicht mehr, wie oft das war und wann das war. Aber ich weiß auch, dass ich da immer gesagt habe, also oder manchmal gesagt habe, mein Kind ist krank oder ich muss nach Hause. Also ich habe wohl mit Kolleginnen, mit der einen oder anderen gesprochen und gesagt, also ich habe da kein Interesse oder keine Lust oder ich interessiert mich nicht. Das war so diese Gruppendynamik, wo eben viele halt hingegangen sind. Ich weiß nicht, ob die das auch kritisch hinterfragt haben. Ich weiß gar nicht, ob wir drüber gesprochen haben. Ich hatte auch wenig Zeit. Ich hatte wirklich wenig Zeit, weil ich ja die Kinder hatte. Also, was war noch? Also, wir hatten da einen Schulleiter. Das ist eigentlich ein bisschen, hat was Komikhaftes an sich. Ich kann mich erinnern, dass der mal fragt, aber das ist eigentlich ein Lappalie, eine kleine Anekdote, die heute zum Schmunzeln ist. Der fragte dann, essen Sie auch eine, oder wie hat er gefragt, oder ich habe gefragt, essen Sie auch eine Weihnachtsgans? Weihnachten? Und hat er gesagt, wir holen eine Gans zum Jahreswechsel. Also das Wort Weihnachten war ihm schon suspekt, also ein bisschen sonderbar alles. Und der Schulleiter damals wollte, dass der Unterricht kulturell beginnt, also mit einem Gedicht oder mit einem Liedchen. Und das war nur überhaupt nicht mein Ding, also sowas. Und der kam dann manchmal unverhofft in eine Klasse und guckte, ob da. Ich war ja Klassenlehrerin. Ich habe damals ein paar Mädels gehabt in der Klasse, die waren musisch, konnten Gitarre spielen und ich habe dann auch ganz offen gesagt, also der Schulleiter hat uns gebeten, dass wir den Unterricht kulturell beginnen und ob sie mir den Gefallen tun könnten, wenn früh mal einer kommt, dass er irgendein Lied anstimmen. Na, eines Tages passierte das wirklich, die Tür ging auf, er kam rein und die sangen dann, haben gesungen, horch, was kommt von draußen rein. Es gab dann allgemeines Gelächter und ich habe dann auch gesagt, dass ich möchte, dass die Mädels sich selbstständig, die waren ja 16, 17, oder einmal hat er hospitiert bei mir und hat hinterher ein Auswertungsgespräch gemacht. Also ich hätte das vergessen, aber ich habe jetzt mal in meinem Tagebuch nachgelesen und da habe ich das gesehen, sonst hätte ich es vergessen. Da hat er gesagt, ich solle mal mit der und der reden, ob die ihre Friedenspolitik nicht anders zum Ausdruck bringen könne. Sag ich, ja, was hat die denn gemacht? Ja, die hätte auf einen Hefter stand, lieber AIDS am Pimmel als Pershing 2 am Himmel. Also war einfach lächerlich. Also um was. Also das überhaupt. Also ich habe da natürlich nichts gesagt zu dem Mädel. Und ich habe ihn sicher ratlos angeguckt.